Mein Name ist Michael Kerris. Ich komme vom Learning Lab der Universität Duisburg-Essen und ich möchte Sie heute einladen zur Lernups-Tagung am 1.6. in Wien. Der Anlass ist ein schöner, nämlich es werden wieder Gütesiegel für Lernups in Österreich verliehen und ich werde dort einen Input geben zum Thema digitale Schulentwicklung, Veränderungsprozesse gemeinsam gestalten. Ja, und ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, ein paar Gedanken mitzugeben, die mich beschäftigen und die ich gerne mit Ihnen dort auch gemeinsam besprechen und bearbeiten möchte. Wenn wir über digitale Schulentwicklung sprechen, wenn wir über digitale Transformation sprechen, dann geht es zunächst einmal um diese drei Oberbegriffe. Es geht immer um die Frage, wie können wir Personal und Organisation entwickeln, um diese neuen Herausforderungen richtig zu adressieren und wie kann dann auch Unterricht weiterentwickelt werden mit den Inhalten, mit den Methoden und auch den Medien. Allerdings brauchen wir natürlich eben auch Technikentwicklung und das muss mitgedacht werden, wie sich nämlich Infrastruktur und Geräte dazu verhalten, welche Plattformen und Werkzeuge nötig sind und schließlich und endlich auch, was eigentlich qualitätsvolle Lehr-Lern-Content sind und wie wir die verfügbar machen in diesem Zusammenhang. Wie können wir nun die Menschen mitnehmen, wie können wir nun mit den Lehrenden arbeiten, um diese Transformation möglich zu machen? In den letzten Jahren ist da eine ganze Menge passiert, in Deutschland, in Österreich und ja, ich will hier ein Beispiel zeigen in Nordrhein-Westfalen, wo in der zweiten Hälfte des letzten Jahres 20.000 Lehrpersonen an einem Kurs teilgenommen haben in der digitalen Fortbildungsoffensive. Ein sehr schwergewichtiges Programm, was man eben nach der Pandemie aufgelegt hat, wo man gesagt hat, jetzt wollen wir doch einen gewichtigen Schritt vorwärts gehen. Diese Qualifizierungselemente sind wichtig, aber am Learning Lab verfolgen wir eben insbesondere einen Weg, wo wir mit Schulen als Ganzes, wo wir auch mit Schulen in der Region arbeiten, um solche Prozesse zu gestalten, mit denen sich Schulen eben als Ganzes auf den Weg machen. Hier so ein so eine Begleitung vom Learning Lab, wie wir mit einer Schule arbeiten, an bestimmten Meilensteinen entlang solch eine Einführung und Transformation von bestimmten digitalen Elementen in die Schule arbeiten. Oder eben hier ein Blick auf die regionalen Schulnetzwerke, wo wir dann mit mehreren Schulen etwa einer Kommune, einer Stadt zusammenarbeiten oder auch über ganze Regionen hinweg oder sogar auch grenzüberschreitend, in dem Fall hier in den Niederlanden rein, mit Schulen arbeiten. Also das sind Schlagworte, die ich gerne mitbringen möchte und die ich auf dieser Veranstaltung einbringen möchte in der Frage, mit Lernups arbeiten, ja, aber wie können wir eben Schule auch gemeinsam auf dem Weg zu einer digitalen Transformation gestalten? Was sind da für Schritte notwendig? Was sind für Elemente, die sich als erfolgreich erwiesen haben? Wo geht es weiter mit den Lernups in der Schule? Ich freue mich drauf.